Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin so ein lieber Odo mit unserem Let's Play Civ 6. Wir haben eine mehr oder weniger super friedliche Kampagne. Wir sind ganz allein auf unserem Kontinent und haben unsere Ruhe von den anderen, was ich gut finde, weil die führen da miteinander Krieg schon die ganze Zeit. Unsere Allianz mit dem Herrn Roosevelt ist ausgelaufen. Das heißt, wir werden mal schauen, ob wir das erneuern können. Das Angebot kann ich nicht ablehnen. Könntest du das bitte auf eine Art und Weise sagen, dass es eindeutiger ist? Ach Gott. Gut, was hältst du von einer Allianz, mein Lieber? Was hältst du davon, wenn wir das auch tauschen? Nicht gemeinsamer Krieg, Allianz. Okay. Ach Gott, ich will das wegtun. Nimmst du das an? Okay. So, wir sind verbündet. Schauen wir mal, vielleicht macht das ja jetzt. Nein, na gut, dann nicht. Kann ja nichts machen. Wenn du es nicht willst, dann hast du schon. Vergesst es. Und tschüss. Hey, was ist mit dir? Würdest du mir doch auf die Botschaft erreichen? Das hat kein Interesse. Du bist eine Kröte, weißt du das? Was hältst du davon? Ich hätte gern das Tagebuch der Dame Murasaki. Was wäre nötig? Nichts? Okay. Ich würde lieber verhandeln. Forderungen werden eure Beziehung schaden. Na okay. Ja, vergesst es. So, warte mal. Hat das Saladin sowas eigentlich? Ah ja, du kannst mich gern haben. Hast du eigentlich? Nein, du hast gar nichts. Du hast nur Tee. Kann man Tee gegen Dings handeln? Was sagst du? Ah, okay, vergiss es. Hab mich gern. Habt's mich alle gern. Habt sich wahrscheinlich eh. Yay! Banzan Wembo, nein, da haben wir schon hin. Zu dem wahnsinnigen Bomber nicht. Wie gesagt. Na dann auf nach Charleston. So, gibt es da Sachen, die wir nicht kennen? Valletta. Wieso kann man nicht nach Valletta unser Dings bauen? Wahrscheinlich brauchen wir da einen Handelsposten, weil Valletta nicht direkt am Meer liegt. Wir können da nur rüber, wo wir einen Hafen haben. So ist das wahrscheinlich. So, wo bauen wir unsere Stadt hin? Wir könnten es da auf den Hügel bauen, wir könnten es da in den Wald bauen. Der Wald ist natürlich doof. Also verlieren wir den Wald. Wir könnten es auch darüber bauen, aber das sind gleich lauter Wüstenfelder. Ja, da bauen wir es lieber nicht hin. Da können wir es leider nicht hinbauen, das ist zu nah bei Kandy. Ich hätte aber ganz gerne das da für meine Akropolis. Obwohl, ist das da auch ein Hügel? Ja, ist auch ein Hügel. Bauen wir es vielleicht auf den Hügel und bauen wir dann da die Akropolis hin. Das kaufen wir uns am besten dann gleich. Da haben wir nämlich die Flussanbindung. Ja. Ist besser. Nicht immer so schlecht. So, wir haben gesagt, wir fahren doch in diese Richtung zurück. Einfach weil es, glaube ich, näher ist. Sparta hat seinen letzten Dings gut. Wir bauen eine Werkstatt als nächstes. Argos, wir bauen eine Bank. Bank? Moment. Nein, Moment, vergiss das Moment. Kolosseum. Boah. Kolosseum. Daher könnten wir das Kolosseum bauen, oder? Warte mal.
aus da her bauen? Das Kolosseum hat eine Reichweite von 6. Wenn wir aus da her bauen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also Athen ist drinnen. 1, 2, 3, 4, 5. Sparta ist auch drinnen. Ephesus ist wahrscheinlich nicht drinnen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, ist nicht drinnen. Mist. Wenn wir es hierher bauen, da können wir es glaube ich auch, das ist das, ist das da das, das ist das Handelszentrum, Mist, wir können es nur daher bauen. Wenn wir es daher bauen, haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, nein, gerade nicht. Wenn wir es daher bauen, hätten wir Athen auf jeden Fall drinnen, die neue Stadt auf jeden Fall drinnen, haben wir Sparta auch drinnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, daher bauen wir es. Das Kolosseum. Vom Kolosseum gewährte Kultur und Annehmlichkeiten werden auf alle Stadtzentren innerhalb von 6 Geländefeldern ausgedehnt. Muss auf Flachland neben einem Unterhaltungskomplex gebaut werden. Passt. Bauen wir doch klar. Und zwar hierher. Vielleicht brauchen wir tatsächlich Bautrupps, um diese Felder da abzufällen, damit das schneller geht. Oder? Naja, vielleicht auch Sägewerke bauen, damit es schneller geht. Naja. Das wäre nachhaltiger als Sägewerke. So, was machen wir hier? Pergamon. Wir könnten einen Spion bauen. Nein, Pergamon nicht. Pergamon ist urlangsam noch. Handwerker vielleicht. Du brauchst mir noch irgendein Zentrum am besten. Hafen? Nee. Handelszentrum? Schon besser. Industriegebiet? Na, wir haben da keine Dings daneben. Akropolis. Akropolis. Wir können das daher bauen. Das ist natürlich brutal, weil es im Wald fällt. Nein. Und zuerst was anderes, nämlich die mittelalterlichen Stadtmauern. Und wir kaufen uns einen Handwerker her. Genau, der wird das dort fällen, damit die Stadtmauern beschleunigt werden. Und dann bauen wir das Ding dorthin. Gute Sache, gute Sache. Wie Stermann und Grissemann sagen würden. So, weil Geld haben wir ja jetzt mehr als genug für solche Aktionen. Mhm. Was möchtest du? Du möchtest die beiden für offene Grenzen und Geld. Was hältst du davon, wenn du mir keine offenen... Ah! Du gibst mir sogar einen Elefanten. Was hältst du davon, wenn du mir mehr Geld gibst? Statt offene Grenzen. Ah, du kannst mir nicht mehr Geld geben. Ah, okay, gib mir offene Grenzen. Was soll's. Und tschüss. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich brauche mehr als ein Luxusgut für so viele Städte. Kann durchaus sein. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ich bin einfach auf gut Glück. Nachdem ich eine Nicht-Marktwirtschaft gesehen hatte, verstand ich plötzlich viel besser, was mir an einer Marktwirtschaft gefiel.
Ja, man muss dazu sagen, kommunistische Länder waren schon ein bisschen arm dran. So. Wir können jetzt Freibeuter machen. Aber vor allem der Dreieckshandel ist sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool ist dieser Dreieckshandel. Was haben wir da? Nichts in diesem Jokerplatz. So, wir machen mal den... Ah, wahrscheinlich, weil da das plus 2 Geld war. Und der Dreieckshandel ersetzt das. Weil er definitiv besser ist. Und zwar um vieles besser ist. So, das mit den Spionen war ein bisschen sinnentleert. Bis jetzt. Wir hätten das andere nehmen sollen damals. Wir werden jetzt in der Hauptstadt mal ein Spiel rumbauen. Hauen wir das da mal weg. Sobald brauchen wir das nicht mehr. Bauen wir irgendwelche Einheiten? Nein. Aber die plus 1 Annehmlichkeit bei Stadtgarnisonen finde ich eigentlich nicht schlecht. In dem letzten Spiel, was wir gespielt haben, war das mit der Annehmlichkeit so eine Sache. Politik bestätigen. Lassen wir das so? Ja. So, du gehst daher. Du wartest. So, wir können noch einen Apostel kaufen. Weiß ich nicht, was machen. Und der Zuma. Wie wär's mit deiner Freundschaft? Mein Herz jubelt ob eures Angebots. Lasst uns unsere Freundschaft feiern. Natürlich. Ich feier gern. Geldgierig. Finde ich gut. Mögen uns alle, weil wir erfolgreich sind. Finde ich gut. So, du bist schon um eins weiter. Arg von dir. Bauwesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Bauernhöfe haben will. Oper und Ballett. Oper und Ballett ist genau das, was wir brauchen. Und weiter. Kultur sind wir jetzt etwas hinter der Forschung. Huch, was haben wir jetzt? So, kannst du dich hier heilen? Schaut fast so aus. Außer und reparieren. Schauen wir mal, ob er dort auch die Ladung zurückkriegt, aber wahrscheinlich nicht. Zum heiligen Ort. Ich habe da noch immer zwei Gesandte verfügbar stehen. Ich weiß, was das Schießpulver für den Krieg getan hat, tat der Buchdruck für den Geist. Genau, verbotene Stadt, die wollen wir bauen. Stufe diplomatischer Sichtbarkeit aller anderen Zivilisationen. Was? Eine weitere Stufe aller anderen Zivilisationen. Tourismuszuwachs durch große Literaturwerke wird verdoppelt. Möchtest du mir wirklich nicht das Buch verkaufen, das letzte? Komm schon. Sei ein guter Mann. Verkauf mir das doch einfach. So, wie gesagt, wohin? Da in die Stadt.
ist der Siedler. Da ist der auch voraus, das gibt es ja wohl nicht. Oh, Industrialisierung wäre schön. War es noch sehr weit weg. Machen wir Astronomie. Jetzt mal. So, wir brauchen mehr Wohnraum. Überall, quasi. Wir können, oh, wir können einen großen Schriftsteller und einen großen Künstler rekrutieren. Ein berühmter Künstler ist... Ist okay. Den haben wir eigentlich rekrutiert, verdammt. Margaret Cavendish kriegen wir da bei den Schriftstellern. Finde ich auch okay. Margaret Cavendish. Hieronymus Bosch. Yay! Wir haben den absolut coolsten Künstler überhaupt. Da bist du... Ah, da ist ein Kunstmuseum. Der Garten der Lüste. Yes. Ich weiß nicht, wer von euch Hieronymus Bosch kennt. Aber das passt sogar von der Zeit her ziemlich genau. 1400 nach Christus. Yay. Wir werden dazu keinen Themenbonus kriegen, weil der nur Bilder gemalt hat. Letztens habe ich Michelangelo gehabt. Der hat mal eine Skulptur und zwei Bilder gemacht. Das war nicht gut. So, Margaret Cavendish. Muss darüber gehen und dort was schreiben. Dich zu Romeo und Julia dazu setzen quasi. So, Ephesus. Du hast das fertig. Warte mal, den kaufen wir fast, den Schrein, würde ich fast sagen. Kaufen wir den Tempel vielleicht auch gleich. Ja, dann könnte man nämlich den Feuertempel mit Glocken kaufen. Das ist gleich mal sehr viel lustiger. Gleich mal sehr viel lustiger. So, so. Was bauen wir? Leuchtturm? Leuchtturm machen wir für sich nicht schlecht. Aber überlegen wir mal. Überlegen wir mal. Was haben wir denn da noch alles? Eine Akropolis könnten wir schon bauen. Wo können wir denn die Akropolis hinbauen? Wir haben doch gar keinen Hügel da. Daher? Ja, wirklich, daher. Puh, das ist teuer. Warten wir noch ein bisschen, wenn nicht nochmal das bauen. Stadtmauern, Monument, Leuchtturm, bauen wir einen Leuchtturm. Bietet Wohnraum und Essen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Sowohl Wohnraum als auch Essen. Japan hat ein Handelszentrum in Sendai gebaut. Hm. Finde ich gut. Okay. Ich muss mal kurz weg. Bin gleich wieder da. Den Teil haben wir jetzt rausgeschnitten. Ein zweites Bild von Hieronymus Bosch. Weltgerichtstriptychon. Finde ich gut. Thema 1 von 3.
Sehen wir uns verdoppelt Ertrag, wenn Objekte desselben Typs von unterschiedlichen Künstlern ausgestellt werden. Hm. Das heißt, wir sollten dann tauschen, wenn geht. Na gut, nur noch. So, du haben wir gesagt. Entfernst das. Du bist geheilt. Religion müssen wir hier wohl nicht verbreiten. Aber du hast auch keine Ladung zurückgekriegt. Gehen wir mal daher. Schauen wir mal, können wir einen Guru kaufen? Schauen wir mal, was so ein Guru kann. Nächste Runde dann. Vielleicht kann der die Ladungen zurückgeben. Ja, du bleibst da stehen, Apostel. Ritter bleibt auch stehen. Mhm. So, was machen wir da? Wir könnten eine Kaserne mal bauen. Oh, Stallungen. Oder ein Monument. Oder irgendwas Sinnvolles. Alhambra. Na, verbotene Stadt. Muss auf flachem Land gebaut werden, das an das Stadtzentrum grenzt. Ein Stadtzentrum grenzt. Kann man sich ein Dings überhaupt noch bauen? In Sparta? Wahrscheinlich eh nicht. Das ist schon alles zugebaut. Da oben noch wahrscheinlich. Wo wir auch das Zimbabwe-Ding hinbauen hätten können. Oder über die Kühe drüber. Hm. Wir beginnen als auf jeden Fall mit der verbotenen Stadt. Wir wollen das so schnell als möglich haben. 44 Runden, naja. Es dauert noch ein Stück. Vielleicht sollten wir da den Wald entsorgen. Hm. Beziehungsweise wir werden dann bei den Stadtstaaten schauen, dass wir einen Stadtstaat kriegen, dazu kriegen, der uns noch mehr Produktion liefert für Wunderproduktion. So, Pergamon, wir haben gesagt, wir wollen eine Akropolis bauen, und zwar hierher. Yes. Oh, wir können einen weiteren Handelsweg bauen. Wieso das? Irgendwas müssen wir wohl erforscht haben, was dazu führt. So, Toronto haben wir, Brüssel. Ein paar von Wundern. Wenn wir das machen, plus zwei Produktion in Industriegebieten. Okay. Das heißt, da haben wir mal einen. Da haben wir mal zwei Produktionspunkte. Ah, okay. Guck mal, wie ist das mit Brüssel? Da könnten wir sogar der Anführer werden. In Brüssel könnten wir sogar Anführer werden. Was ist die einzigartige Bonus? Eure Städte erhalten plus 15% Produktion für Wunder. Ja. Ach so, ich hätte einfach reingehen müssen, dann hätte ich die alle setzen können. Ich habe nämlich 4. Dann sind wir jetzt da auf 6. Wenn wir damit 6 haben, dann haben wir da plus 4 Produktion fürs Wunder und nochmal 15%. Das bestätigen wir doch glatt. Brüssel ist unseres. Yay, alle lieben Brüssel. Außerdem hat es mit Van der Brune, dem Japaner und Valletta Frieden geschlossen. Okay. So, und jetzt schauen wir da mal her. Also brauchen wir noch immer 44 Runden. Das müsste jetzt eigentlich besser sein. Aber vielleicht erst nächste Runde. Na gut, eine Runde machen wir noch. Und dann machen wir Schluss für heute.
So, die Frau Cavendish kann auch noch ein großes Aus dem Fett Raum schaffen. Hinaus führte ein Gang in das Schlafgemach des Kaisers. Die Wände darin waren aus Gagat und die Fußböden aus schwarzem Marmor. Die Decke war aus Perlmutt und der Mond und die funkelnden Sterne wurden durch weiße Diamanten dargestellt. Sein Bett schließlich war aus Diamanten und Karfunkeln gemacht. Klingt unbequem. So, wir hätten hier noch einen Tempel, das heißt, wir können da das hergeben. Wir können hier noch ein Literaturwerk anbringen. Meine liebe Margaret, du wirst nächste Runde dann wieder zurückgehen. Ach, das war dumm. Na, okay. Ja, also wie schon gesagt, eine Runde noch. Und am Ende der Runde werden wir uns dann anschauen, wie das denn ausschaut mit unserem Tourismus. Ob wir gut zur Runde kommen. Aber ich fürchte, Kongo ist ein sehr guter Tourismus-Ding. Was ich ein bisschen strange finde. Ich meine, ich finde es natürlich richtig, dass Kongo drinnen ist. Aufgrund der politischen Korrektness musste man das offensichtlich machen. Aber, ja. Na gut. Okay, du kannst da keine Aktion machen. Kannst du jetzt eine andere Aktion machen, weil du neben dem bist? Nö. Der Guru ist also vollkommen sinnentleert. Ja, okay. Du musst da mal stehen. Du machst dein letztes Kunstwerk. Den Heuwagen triebt dich an. Ausgezeichnet. So, alles voll. Wenn Objekte desselben Typs von unterschiedlichen Künstlern ausgestellt werden. Na gut, 5 Kultur, 4 Tourismus. Themenbonus. Gut, das heißt, wir werden jetzt noch einmal mit dem Freund da reden. Mal schauen, ob der tauscht. Wie wäre es mit einer dauerhaften Botschaft? Nein? Okay. Hast du denn Kunstwerke für mich? Du hast die Verkündigung. Ach, das ist religiös. Ich will keine religiösen Kunstwerke. Ich will Bilder. Ah nein, das ist ja auch ein Bild. Was hältst du davon? Das macht er. So, habe ich jetzt einen besseren Bonus. Wenn ich das da hergebe. Ja, ich habe einen besseren Bonus. Finde ich gut. So, noch ein Bild brauchen wir von jemand anderem. Religiös. Thema 2 von 3. Verdoppelter Ertrag, wenn Objekte desselben Typs von unterschiedlichen Künstlern ausgestellt werden. Okay, gut. Gut. So, na, das ignorieren wir mal. Ebenfalls. So, Freund.
selbst noch stehen. So, was machen wir mit dir? Es gibt sicher genügend Plätze, wo wir dich ausdingsen wollen. Athen, da. Athen braucht ein Lager. Du gehst daher. Oh? Ja. Okay. Sparta. Das Arsenal. Wir können tatsächlich das Arsenal von Venedig bauen. Wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Zentren. Schon was anderes, obwohl Aquädukt zählt, glaube ich, nicht unbedingt als Zentrum. Wir könnten natürlich. Ah, nein. Wir brauchen einen Spion. Ganz, ganz doof. Nicht den Spion vergessen. So, Herrschaften, wir schauen uns jetzt noch die Siegdinger an. Kultursieg Kongo ist in Führung. Echt jetzt? Finde ich nicht richtig. Ich habe es noch fast gedacht, dass der Kongo in Führung ist, aber wäre mir schon recht gewesen, wenn es ich gewesen wäre. Okay, aber ich habe 82 Inlandstouristen und bin deswegen stärker als der Kongo, was das betrifft. Er hat 10 von 83 und ich habe 7 von 76. Damit ist er knapp vor mir. Oder? Ich habe genau, ich habe knapp unter einem Zehntel und er hat knapp unter einem Achtel. Okay, aber die anderen sind Lulus. Mein Gegner ist also Kongo. Wir brauchen mehr Tourismus. So, Wissenschaft kann man nicht sagen, da sind wir noch lange nicht dran. Echt jetzt? Der Kongo hat auch mehr Punkte als ich. Na gut, ja. Das heißt, wir werden den Spion ins Kongo-Land schicken. Ach ja, das ist wirklich groß, das ist ja alles Kongo. Ins Kongoland schicken und dort versuchen, möglichst zu sabotieren, die Kultur zu sabotieren. Ha, so sind wir nämlich. Na gut, Herrschaften an dieser Stelle. Jetzt haben wir eh schon einiges länger gemacht, als wir wollten. Wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, schlaft gut und träumt was Schönes. Oder Abend. Nachmittag, Abend, frühen Morgen, weiß ich nicht. Okay, bis dann.